Bayerisch. Wissig. Bunt. Grüß Gott, guten Morgen und herzlich willkommen zum Sonntagsstammtisch. Wir haben viel zu bereden, noch immer keine Regierung. Das dauert bis Weihnachten, noch 7 Wochen bis Weihnachten. Man sieht schon Werbung für den Christkindlmarkt, wenn man herfährt. Und am Flughafen in Frankfurt steht seit Wochen ein wunderbarer, bunter Weihnachtsbaum, sodass die Ausländer denken, bei uns ist immer Weihnachten. Ja? Wir haben viel zu bereden. Ich freue mich, dass Jutta Speidel da ist, Schauspielerin aus München, endlich mal wieder bei uns. Und aus Nürnberg. Aus Nürnberg. Aus Nürnberg, Hans Rudolf Wörl, vielfältiger, vielschichtiger Unternehmer. Eine spannende Zeiterscheinung, ja, nicht im Ruhestand, trotz theoretischen Alters. Und Professor Heckel, herzlich willkommen. Physikprofessor, Generaldirektor vom Deutschen Museum. Können Sie uns beruhigen, warum leben wir in so friedlichen Gefilden, dass Taifune uns nicht belästigen können? Haben wir Glück gehabt, oder? Da haben wir Glück gehabt, weil wir nicht in einer Region der Erde leben, wo weder Taifune noch Hurrikane auftreten. Das hängt einfach mit der Wettersituation zusammen, mit dem gesamten Wettergeschehen. Das kann aber der Rudolf Wörl auch gut erklären als Pilot, was man beachten muss, wenn man in verschiedenen Regionen der Welt wettermäßig auch unterwegs ist. Und da sind wir wirklich ausgezeichnet, so wie Bayern natürlich auch in vielen anderen Dingen von der Seele Gottes geküsst ist, sage ich mal. Oh, was ist das für ein Wort zum Sonntag, frühen Morgen. Von der Seele Gottes, es wäre, als hätten der Himmel und Erde sich still geküsst. Aus welchem Gedicht ist das? Fällt mir noch mal auf der Rilke? Sendung noch ein. Das würde ich nee, nicht Rilke. Weiß ich nicht. Nein, das aber ist nicht ist Rilke. Also machen wir einen Quiz. Das ist es noch jemand von einem berühmten Dichter namens Marquardt. Nein. Auch nicht. Ist eher Eichendorff oder sowas. Eichendorff, aber ja, wir wollen nicht Romantik jedenfalls. Ich würde ja tippen, oder? Dass ein CSU-Wahlslogan ist. Das ist die größte Fall von Verschwörungstheorie, den ich je von Dieter Hanitsch gehört habe. Was? Dass er einen der größten deutschen Dichter für einen CSU-Werbetext erhält. Nein, gar nicht, dass die CSU ihn beklaut. Das hat damit ja Verschwörung nichts zu tun. Also vielleicht ruft irgendeiner noch an, wir kriegen ja, genau, das ja. Vielleicht kriegen wir es noch raus. Genau. Was macht denn die Große Koalition in der Zeichenkunst? Ach ja, da muss ich mich immer bewegen zwischen Buckeln und Devot mit dem Schwanzwedeln, wenn ich an die SPD denke. Also wie die wirklich mit allen Mitteln versuchen, jetzt da an die Regierung zu kommen. Und wenn der Herr Gabriel heute wieder oder gestern wieder gesagt haben soll, also wir könnten auch auf ein gerechteres Steuersystem verzichten, wenn man überhaupt also praktisch gewisse Dinge uns durchsetzen können, mit dem sie in den Wahlkampf gezogen sind. Als Hauptargument sind die so scharf drauf, dass sie irgendwo Minister und Vizekanzler werden. Das ist wirklich langsam schon traurig. Ich habe die Enthüllung gelesen. Als Sensation verkauft, er wolle Vizekanzler werden. Ja, ganz sicher. Das haben wir alle gewusst, ne? Ja. Jutta Speidel. Oh, fragen Sie mich jetzt nicht über die Politik. Nein, ich frage jetzt das über ist gut. Wir reden über Jutta Speidel. Ah, gut. Im die Mai 2009 ja, waren Sie das letzte Mal hier, hat sich viel getan. Sie sind nicht mehr im Nonnengewand, aber immer noch ein Engel für viele Menschen. Ja. Ein Engel mit B vorne. Ein Engel mit B. Ja. Aber man muss auch ein bisschen Bengel sein, weil wenn man nur Engel ist, das wäre ja langweilig. Kann man sich nicht durchsetzen. Ja, man muss auch in der Welt einfach seine Augen und Ohren offen halten und dann wird man automatisch ein bisschen ein Bengel, weil einem so vieles nicht passt. Ja. Sie spielen ja seit Ihrem 15. Lebensjahr, spielen Sie. Da haben Sie auch als Bengel angefangen, als Lümmel auf der Schulbank. Ne? Wie hieß das damals, die Lümmel von der letzten Bank oder sowas? Pepe der Paukerschreck war das erste, wo ich mein Unwesen getrieben habe. Da waren meistens Jungs, aber Sie haben sich da reingeschmuggelt. Naja, ich habe das, aber das habe ich schon so wahnsinnig oft erzählt. Ich habe einfach, weil ich in Hansi Kraus verschossen war, geschaut, dass ich in seine Nähe kam, habe mich hinter ihm in die Schulbank gesessen und deswegen war ich ständig im Bild. Und so begann meine Karriere, weil ich aufgefallen bin. Ja, aber die hat sich ja vielfältig entwickelt. Gott sei Dank Theater, hat sie sich aus der Wien Schulbank und Hersfeld und München. Dann diese Schwester Lotte, werden Sie die los? Aber ja, wenn Sie mich jetzt nicht drauf ansprechen würden, ich wäre sie eigentlich seit fast 10 Jahren los. Ja, aber trotzdem, die meisten Zuschauer sagen, das ist das nicht, um Himmels Willen. Die Gegenspielerin von Fritz Wepper, deswegen muss ich pflichtgemäß mal erwähnen. Aber Sie haben jetzt gerade woanders gedreht. In der Märkischen Schweiz, es gibt ja die Schwäbische Schweiz, die Bayerische Schweiz, die
Sächsische Schweiz. Und habe ich gelesen, Sie haben in der Märkischen Schweiz gedreht. Wo ist das denn? Ich gestehe, ich wusste auch nicht genau, wo die ist. Und sie ist in einem Gebiet, was sehr geschichtsträchtig ist, nämlich an der Oder-Neiße-Grenze. Also du hast auf der einen Seite Polen, du siehst diese wunderbare Oder, wo ich wirklich sagen muss, es gibt kaum einen schöneren Fluss, wie jedenfalls dort, weil er nicht begradigt ist, sondern weil er ganz Natur ist, naturrealisiert oder wie man das nennt. Oder er ist immer so belassen, naturbelassen. Er hat eine, es gibt die alte Oder, es gibt die neue Oder und du siehst im Hintergrund Frankfurt an der Oder, was ich nicht besichtigt habe, weil es sieht ein bisschen aus wie Frankfurt und am Main. Also du siehst lauter hohe Häuser, das wollte ich mir jetzt nicht antun. Aber diese Oder-Neiße-Grenze, also ich muss sagen, es hat mich bewegt. Es ist, Was haben Sie da gedreht? Das heißt mit Burnout in den Wald. Und es war ein Ensemblefilm. Über Waldbrände, oder? Ja, aber es geht so. Naja, also es war ist eine, sagen wir mal, eine komödiantisch angehauchte gehauchter Film, der über den Burnout oder die Verrücktheit von Menschen, die sich also therapieren lassen, um aus diesem Burnout ausgebrannt sein zurück. Und du bist die Therapeutin, oder? Nein. Ich bin eine, die Todessehnsucht hat. Also ich sehe auch ganz gruselig aus und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Früher hatten die Leute auch schon Erschöpfung, dann hieß es Managerkrankheit, dann hieß es Burnout, es war immer dasselbe, es war Erschöpfung, oder? Oder Nervenzusammenbruch. Wann sehen wir das, was Sie da gedreht haben? Wie bitte? Wann sehen wir das, was Sie da gedreht haben? Da müssen Sie die ARD fragen, keine Ahnung, also nächstes Jahr irgendwann. Also in der ARD, das ist ja schon mal ein Hinweis. Zwischendurch haben Sie toll Theater gespielt wieder. Ja, und dann haben wir unsere eigenen Bücher verfilmt und lauter solche Sachen. Unsere ist Ihr derzeitiger Lebensgefährte? Ich sage mal der Italiener an meiner Seite. Ich finde, das klingt einfach netter. Italiener, ja. Sie wohnen halb in München, halb in Rom. Wollen wir mal so sagen, ich lebe hauptsächlich in München, weil ich einfach hier so furchtbar viel zu tun habe. Aber ich habe das große Privileg, nach Rom fahren zu können, wann immer ich Lust habe. Weil er dort auch eine Wohnung hat. Ja. Als ich durch Rom, als ich vor ein paar Jahren nichts ahnend im Sinn durch Rom ging, habe ich Jutta Speidel getroffen. Stimmt, genau. Auf der Treppe als wir den Premio Zirzio habe ich sie getroffen. Wie ist diese Beziehung? Geheiratet habt ihr nicht mit dem Bruno Macalini? Nein, er war ja noch verheiratet, als ich ihn kennenlernte. Ja. Das hat noch eine Weile gedauert und dann ist irgendwo, ist schon gut so, wie es ist. Ich habe gesagt, dass Sie ein Engel sind. Das habe ich gemeint wegen Ihrer wunderbaren Initiative Horizont. Die gibt es jetzt schon lange. Die kümmert sich um obdachlose Kinder und die dazugehörigen Mütter. Ja, was ist primär, die Kinder oder die Mütter? Naja, zu jedem Kind gehört eine Mutter. Aber wollen wir es mal sagen. Gehen Sie von den Kindern aus oder nehmen Sie auch nur Mütter, die obdachlos sind? Nein, das Projekt gibt es jetzt seit fast 17 Jahren und ich habe das ins Leben gerufen, weil ich eben gemerkt habe, dass es obdachlose Kinder in der Stadt München gibt, wie in ganz Deutschland übrigens. Und ich habe mich gefragt, wo sind die untergebracht und mit wem sind sie untergebracht? Und da gibt es natürlich Familien, Vater, Mutter, Kind, die obdachlos sind. Aber mich hat hauptsächlich interessiert, warum gibt es so wahnsinnig viele Mütter, die obdachlos sind mit ihren Kindern? Und das kommt natürlich aus einem ziemlich schlimmen Zustand, nämlich dass sehr, sehr viele Frauen vor ihren Männern oder Lebenspartnern weglaufen müssen, weil sie schlecht behandelt werden. Und auch durch Armut obdachlos werden. Natürlich haben wir jetzt auch sehr viele Migranten. Gerade in den letzten 5, 6 Jahren ist das enorm angezogen. Und als ich damals dieses Projekt gegründet habe, gab es 296 obdachlose Kinder. Und als ich das Haus gebaut habe vor 8 Jahren, sagte mir die Stadt München, na ja, also Frau Speidel, wir machen jetzt nur einen 15-Jahres-Vertrag, weil wahrscheinlich in 5 Jahren gibt es keine obdachlosen Kinder mehr. Was? Ich kann Ihnen sagen, ich baue jetzt hoffentlich bald das zweite Haus, weil da habe ich gerade ein bisschen ein Problem mit dem Grundstück. Aber es ist ein Vielfaches. Es ist über die Tausende. Und allein wir haben in den letzten 17 Jahren, ich weiß nicht, 3.000, 4.000 Kinder betreut. Unter welcher Adresse kann man denn spenden bei Ihnen? Das sollte man vielleicht sagen. Horizont e.V. Einfach reinklicken, Horizont e.V. im Internet und dann macht sich da ein wunderbares Portal auf und da findet man alles, was man braucht, um zu spenden und uns zu unterstützen. Ja, das wäre doch schön, oder? Das wäre wunderbar. Genau. Sehr gut. Und auch die Sternstunden, glaube ich, habe ich gelesen, unterstützen Sie ja immer mal wieder. Das ist ja auch eine Aktion, wo wir mit unserem kleinen Gästebuch auch beitragen. Also das ist nicht nur eine kleine Geschichte, sondern ich habe das Haus vor 8 Jahren mit einer ganz, ganz großen Finanzspritze von Sternstunden gebaut.
Und ich bin auf der anderen Seite auch, seit es Sternstunden gibt, immer Patin, auch dieses Jahr wieder für andere Projekte. Und es ist eine ganz tolle Verbindung. Gerade Herr Jansing und ich können auf einer sehr guten Ebene miteinander reden. Und ich bin sehr dankbar, dass ich die an meiner Seite habe. Wir können auch die Frage von Dieter Hanitsch, wo kann man spenden, ganz konkret beantworten. Ja. Am Sonntagabend können Sie ins Gasteig gehen. Da gibt es ein tolles Orchester. Die Filmphoniker. Da gibt es tolle Filmmusik und da gibt es noch ein paar Karten. Ist ein Benefizkonzert für Horizont. Ja, das ist ein Orchester, die sich aus Filmleuten zusammensetzen. Und ich habe die kennengelernt, als ich mal eingeladen war auf so ein Konzert und habe mir gedacht, fantastisch. Habe mit dem Herrn Scheele gesprochen, mit dem Michael Scheele. Und habe gesagt, ihr macht das auch benefizmäßig? Und sagte, ja, wunderbar, wir würden das nächstes Jahr gerne für euch machen. Und jetzt findet das statt am 17. November um 19 Uhr, genau, im Gasteig. Und es gibt noch ein paar Restkarten. Ja, und berühmte Filmmelodien kann man Sie hören. Sie sehen einen Film und alle Musik, die dort normalerweise gespielt werden würde, wird live gespielt. Oh, toll. Das ist doch toll. Interessant. Hans-Rudolf Wörl, jetzt müssen wir mal klären mit Wörl. Da habe ich erstmal die verschiedensten Assoziationen. Also bin ich hierher gefahren auf dem Weg zum Stammtisch. Da bin ich an dem Modehaus Wörl da vorbeigekommen. Ja, in Unterföhring. Richtig. Haben Sie damit noch was zu tun? Nein, habe ich nichts mehr zu tun. Ich habe dieses Unternehmen 40 Jahre lang geführt und dann habe ich gesagt, jetzt reicht es. Und zunächst habe ich mich nur aus dem operativen Geschäft verabschiedet. Aber da ich in einer Aufsichtsratsfunktion nicht geeignet bin, weil ich dann immer zu viel dazwischen rede, habe ich mich dann entschlossen, meine Anteile abzugeben. Ist es noch in der Familie? Es ist noch in der Familie. Es ist in der Familie meines Bruders. Und ich muss sagen, mein Neffe macht es jetzt recht ordentlich. Und ich bin der Meinung, es ist in guten Händen. Und das ist wichtig so. Dann haben wir die Assoziation Dagmar Wörl. Das ist Ihre Frau. Wieder in den Bundestag gewählt. Direkt gewählt. Direktmandat in einem der schwierigsten Bezirke, die es gibt, in Nürnberg-Nord. Das ist so wie Schwabing ähnlich und sie hat das Direktmandat bekommen. Das finde ich ein tolles Ergebnis. Toll. Und dann gibt es ganz viele Fluglinien, die Ihnen gehört haben, die Sie gegründet haben, die Sie gekauft haben, die Sie verkauft haben. Und der Professor Heckel hat es schon erwähnt, Sie sind ja auch selber ein Pilot und ein Berufspilot. Ja. Welche Fluglinien gehören Ihnen derzeit? Oder sind Sie gerade auf der Suche? Oder welche nicht, sagen wir. Es ist einfacher. Nein. Also mein wirkliches Baby war ja der Nürnberger Flugdienst, den ich 1974 gegründet habe, der nun wirklich eine Pionierrolle spielte. Wir waren die erste Liniengesellschaft nach Lufthansa, was damals also praktisch im Luftverkehr ein Schock war. Und ich fühle mich heute so ein bisschen mitverantwortlich, dass die Menschen in Europa wesentlich preiswerter fliegen können, als es noch vor 30 Jahren der Fall war. Also es war NFD, daraus wurde Eurowings, gibt es ja auch heute noch, wenn auch nur leider Gottes etwas unter der Flagge von Lufthansa. Dann kam die deutsche BA dazu. Die haben sie für 1 Euro gekauft. Die haben wir für 1 Euro gekauft. Saniert, das war günstig. Saniert. British Airways wollte die Gesellschaft schließen. Wir haben sie in einem Jahr saniert gehabt. Es kam eine Firma dazwischen, die kaum jemand weiß. Das ist Gags gewesen. Die flogen damals für 99 Euro. Eine Ablegerin von Germania, die haben wir dann auch integriert. Dann kam LTU und das ganze Paket ist am Ende in Air Berlin aufgegangen, was ich nach wie vor für eine gute Entscheidung hielte. Denn nur als wirklich großes Unternehmen hat Air Berlin neben den anderen Giganten eine Chance. Das ist ein bisschen schwierig im Moment bei denen, aber da gibt es auch politische Einflüsse wie Luftverkehrsabgabe und viele andere Dinge, die hier für das Unternehmen echte Probleme darstellen. Darüber spricht man nicht. Man spricht immer nur, Air Berlin geht es schlecht. Ich bin überzeugt davon, dass Air Berlin eine große Zukunft hat. Der Erfolg deiner Luftfahrt, darf ich jetzt gerade fangen, deiner Luftfahrtbeteiligungen, der liegt doch auch darin, dass du selber geflogen bist. Du hast die sozusagen vom Schalter über das Cockpit bis eben zur betriebswirtschaftlichen Seite eine Fluggesellschaft im Griff gehabt, oder? Ja, das ist doch wichtig. Es ist natürlich schon ganz wichtig. Ich meine, es ist ähnlich so, wenn jemand ein Restaurant hat, dann sollte er auch vielleicht ein bisschen was vom Kochen verstehen. Und gerade in der Fliegerei ist natürlich das Thema Cockpit, Piloten schon sehr, sehr schwierig. Denn wo ist die Abgrenzung zwischen Kosten, Sicherheit und all diesen Dingen? Und das ist für einen Laien
sehr, sehr schwer abzugrenzen. Und insofern muss ich sagen, war natürlich für mich, ich fliege jetzt über 45 Jahre, ist natürlich diese Erfahrung und die Möglichkeit eben auch zu sagen, ich fliege selbst, diese Umläufe sind schwer darzustellen, ich probiere es selbst. Und aus dieser Geschichte kamen dann zwei Dinge raus. Zum einen, den Mitarbeitern zu sagen, ihr habt recht, da müssen wir was ändern, das müssen wir einfach, das funktioniert nicht, das muss ich zugeben, war ein Planungsfehler. Ja. Oder umgekehrt, und sagen, Kinder, jetzt tut mal ganz langsam, haltet mal die Füße still, strengt euch mal ein bisschen an, das geht. Und ich glaube, dieses Wissen um die Praxis und das Verständnis für die Mitarbeiter, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für den Erfolg eines Unternehmens. Und das ist etwas, was heute leider Gottes in vielen Firmen komplett ist. Wann haben Sie zuletzt geflogen? Letzte Woche. Letzte wohin? Da bin ich geflogen von Graz nach Hamburg. Aber ich fliege nicht mehr als Linienpilot. Das darf man ja mit 65 nicht mehr, sondern nur noch im sogenannten Werksverkehr, also praktisch im eigenen Geschäft. Überführen. Nein, das nicht, sondern wir haben... Sie werden ja diesen Monat noch 66, aber Sie hören nicht auf zu arbeiten, oder? Ich habe Spaß. Gut. Und warum soll ich aufhören, Spaß zu haben? Auf den Golfplätzen. Mit 66 Jahren fängt das Leben an. Ja, aber Udo Jürgens hat es natürlich mehr als Spaß gesehen, dass er mit der Harley fährt. Aber du hast ja auch Spaß, oder? Ja, auf den Golfplätzen wimmelt es von Unternehmern, die aufgehört haben und sich dort langweilen und lächerliche kleine Streitigkeiten am 8. Loch austragen. Ja? Da wollen Sie nicht dazu. Nein, also ich hatte das mal besprochen und war mal die Frage, wie ist denn das Golfspielen? Da habe ich gesagt, ja, kann man damit auch Geld verdienen? Und dann sagt man, ja, in Ihrem Alter haben Sie keine Chance mehr. Also was soll ich denn eine Sportart anfangen, wo ich ein Handicap habe? Ja, Moment mal, Sie können doch Golfplatz betreiben. Ja, das ist auch kein Geschäft, habe ich mir gesagt. Auch keins. Nee. Also. Nee. Aber das ist wunderbar. Wo muss ich einen Sport ausüben mit einem Handicap? Das ist wunderbar, weil das Handicap ist man ja immer selbst. Ne? Genau, ja. Kennen Sie Golfspieler? Ich kenne welche, aber ich habe es wirklich geschafft, mich immer diesem Platz fernzuhalten. Ich bin kein Golfspieler. Es gibt nämlich eine kleine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen, steuerfrei, aber es ist je nach Temperament und Mentalität, geht es um kleine Beträge. Ich kenne Golfspieler, ehemalige und sonstige Unternehmer, die wetten von Loch zu Loch, also man spielt 18 Loch und die wetten da immer um Fünfer, um Zehner, um Zwickel oder so, so ein kleines bisschen. Ich kann unsere Zuschauer bitten, die Suche nach dem Gedicht aufzugeben. Es hat sich herausgestellt, ich bin ein bisschen zufrieden. Es war tatsächlich Josef von Eichendorff, das Gedicht Mondnacht aus dem Jahre 1837. Als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Also der Fall ist geklärt. Wunderbar. Von der CSU, Bildungsprogramm von der CSU noch nicht gebraucht. Ja, wieso denn? Das haben die doch verwendet, soweit ich weiß. Nee, haben sie nicht. Wirklich nicht. Beim nächsten Mal. Ja. Das ist bald wieder Wahlkampf. Ja, Europa. Naja, heute müssen wir ja alle noch zur Urne gehen hier. Ja, heute. Sie sind ja Münchnerin. Wir müssen heute über Olympia abstimmen. Und das ist gar keine so einfache Entscheidung. Ich glaube, es liegt eine große Trägheit in der Luft. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, warte schon wählen. Ich weiß nicht. Es ist heute, ja, oder die gewinnen doch sowieso oder so. Also das wird. Viele haben Briefwahl gemacht. Ja, viele. Man sollte sich schon einmischen. Ich meine, darauf basiert unsere Demokratie. In einer Demokratie sollte man immer die Chance nutzen, wählen zu dürfen, egal in welche Richtung das geht. Ich finde, das ist ein Privileg und unsere deutschen Bundesbürger unterschätzen das immer ein bisschen, oder? Sehr schön. Da sind die Schweizer wesentlich besser dabei. Ja. Naja, klar. Die das haben ist ja die Basisdemokratie viel ausgeprägter. So Frau Speil, ich sehe Sie mit großer Freude an, weil ich Sie lange beobachte und finde es großartig, dass Sie sagen, ich will mich nicht liften lassen oder Schönheitsoperation oder sowas. Das macht ja Gesichter kaputt, ne? Bleiben Sie dabei? 100%ig bleibe ich dabei, weil sonst wären ganz, ganz viele, ich würde fast sagen Millionen von Menschen sehr enttäuscht von mir. Und es ist eine Haltungssache und ich bin ein Mensch mit einem sehr bewegten Gesicht. Ich kann das nicht groß stillhalten. Also ich habe schon ganz früh ganz furchtbar viele Falten gehabt. Ja, weil ich ein Clown bin und weil ich natürlich die Bretter, die Welt bedeuten, ja sehr früh betreten habe. Und ich glaube, das Dümmste, was man machen kann, ist diese vielen Falten, die ich mir über nun fast 60 Jahren angelacht habe, wegzunehmen. Denn ich kann auch mit 90 vielleicht mit vielen Runzeln noch sehr viel mehr ausdrücken, als wenn ich so glatt wäre. Ja, Sie dürfen dann nicht mehr lachen, wenn Sie zu viel geschnitten haben, oder? So ist doch. Ich will es gar nicht wissen. Man darf lachen, aber man merkt es nicht. Man merkt es nicht.
Nein, ich finde das toll. Ja? In Amerika ist es ja unglaublich. Jeder lässt sich da operieren. Ja, schon. Teenager kriegen schon zum Weihnachten geschenkt. Ich finde es pervers, aber das sollen alle machen. Das ist mir wurscht. Kleine ich, Kinder schon. Für mich mache es nicht. Ja. Siebenjährige Mädels werden da schon gestylt. Mhm. Auf was sprechen wir? Auch viel zu tun, hm? Wenn wir damit anfangen würden. Ja, aber wir haben alle Männern wunderbar gelebte Gesichter. Ja, natürlich. Es ist doch furchtbar, wenn man nichts mehr ausdrücken kann. Sie haben jetzt schon zweimal zu mir gesagt, da werde ich immer danach gefragt. Ja? Nach dem Lümmel von der Bank und nach dieser Note, was frage ich Sie denn mal, was nicht gefragt wird, dann frage ich, sage ich mal, Fleisch. Fleisch? Da werden Sie gerne was gefragt. Ja, vor allen Dingen, weil mein Rainer Erlaheuer 80 geworden ist und das Schöne ist, er kriegt, es ist unfassbar, er kriegt endlich für sein Lebenswerk eine Auszeichnung. Ich meine, das ist ein Thema, das ist 20 Jahre her oder 25. Welche bekommt er denn? Ich weiß Transplantation gibt es da? Er kriegt den, den Lebenswerkpreis. Okay. Jetzt haben Sie mich aber auf dem falschen Fuß. Er kriegt einen Preis fürs Leben. Nein, er kriegt jetzt, also von der VBK, kriegt er jetzt, der BVK, Entschuldigung, kriegt er jetzt, wie heißt er denn? Ich sag's Ihnen gleich. Okay. Ich muss kurz drüber nachdenken. Deswegen musst du nicht Sie zu mir sagen. Ich habe dir nichts getan. Also plötzlich. Gemeine Fragen. Allgemein. Gemeine Fragen schaffen sofort eine gewisse Distanz. Lass uns auf eine Sache. Ich hab so lachen müssen irgendwo. Weil damals, als Fleisch rauskam, hat sich ja die Mildred Scheel sehr dagegen gewehrt, dass es jemals zu einer öffentlichen Ausstrahlung kommt. Das sollte ja als Kinofilm rauskommen. Wir mussten jetzt sagen, dass es um Transplantation ging, um Organraub. So ist es. Damals schon. Und wissen Sie, wie lang der Film her ist? Damals 35 Jahre. Richtig. Wir haben heute noch die Probleme. Wir hatten die Einschaltquote, damals gab es ja keine, weil es gab ja nur ARD und ZDF, aber wir waren der Straßenfeger, wie man das damals so nannte. Jetzt lief der Film wieder, es kam justament wieder zu diesem Zeitpunkt, Rainer Erler wurde 80 und man hat wieder gerade über Organtransplantationsskandale geredet. Mhm. Und um wie viel Uhr hat das ZDF diesen Film ausgestrahlt? Sie dürfen raten. 23.30 Uhr. Ja. Nein, 1.30 Uhr. Oh. Wow. 1.30 Uhr. Ja. Aber nicht, weil man unter Jutta Speidel Ausschluss der Öffentlichkeit. Nicht, weil man Jutta Speidel oben ohne gesehen hat. Das sicherlich das nicht, dann hätte man ihn früher ausschreien sollen. Aber ich finde es unglaublich, wie nachhaltig dieser Film immer noch ist. Ne? Na ja, großartige Filme gemacht. Ja, wunderbare Filme. Er hat Irrsinns Filme gemacht. Er hat auch über die Kirche 7 Tage und so ist auch ein ganz toller Regisseur. Hans-Rudolf Wörl, der allerbeste, den wir je hatten. Dieter Hanitsch hat gemeint, dass bei diesen Koalitionsverhandlungen, die ja, wie ich das so schätze, 3 Monate dauern werden, wenn wir Glück haben, haben wir Weihnachten eine Regierung, die SPD vielleicht gewinnt. Es gibt, aber ich gewinnt im Sinne von Image oder was? Image oder Punkten durchsetzt. Ich höre aber von vielen Unternehmern und Wirtschaftsleuten, dass sie voller Gruseln sehen, was da ausgehandelt wird zu Lasten des Arbeitsmarktes. Ist das auch Ihre Auffassung oder können Sie aus Rücksicht auf Ihre parlamentarische Gattin sich da nicht äußern? Also, er ist doch freier Mensch, oder? Gott sei Dank, ich gehöre auch keiner Partei. Ich wollte mir nur eine Hürde aufbauen. Ja, ja. Der Punkt ist der, was man hört, ist schrecklich. Ja. Aber es ist ja nur Gerede. Im Moment tastet man sich ja ab. Jeder stellt Maximalforderungen. Dann wird es alles zusammengepackt. Und am Schluss wird dann letztendlich hier eine Entscheidung getroffen, die weit von dem abweicht, was heute verhandelt ist. Aus dem Gerede werden Papiere. Aber ich glaube, man zitiert heute fälschlicherweise oft Frau Merkel. Frau Merkel sagt eigentlich gar nichts. Das ist nämlich das Entscheidende. Jeder spricht von Gabriel, aber Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin, ist eigentlich sehr still. Und ich bin überzeugt davon, dass sie am Ende des Tages das Ganze auf eine vernünftige Basis stellen wird. Da habe ich großes Vertrauen in Sie. Aber man muss sich über eines im Klaren sein. Was mich viel mehr irritiert, ist diese Art, wie man in diese Gespräche geht, dass man immer versucht, die Lasten, das, was man selbst gerne haben möchte, nicht selbst auch ausbaden will, sondern immer zu Lasten Dritter macht, nämlich primär zu Lasten der Unternehmen. Was da an Unsinn produziert wird, was an Dingen, die wirklich, wirklich schädlich sind, vorgeschlagen wird, das lässt mir die Haare zu Berge stehen und zeigt doch, dass es eine große, große Realitätsferne in breiten Schichten der Politik gibt. Weil auch in diesem Parlament, ich habe es schon mal erwähnt, aber da sich das Thema ja die Situation 4 Jahre lang bleiben wird, wiederhole ich es nochmal, es sind noch weniger Unternehmer als vorher im Parlament.
Das ja? will man auch nicht haben. Viel mehr Leute vom öffentlichen Dienst und in der Regierung schon gar keiner. Ja? Und das ist, sehe ich als Problem dieser großen Koalition, die eine großzügige Koalition ist. Alle stellen Forderungen und der Steuerzahler oder die Wirtschaft muss es bezahlen. Das ist es. Genau. Hat Ihre Frau Einfluss? Meine Frau ist natürlich permanent dabei und sie spricht auch in diesen ganzen Gremien mit. Sie sagt natürlich auch langsam, langsam, es wird am Ende nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mir schwant am Ende des Tages trotzdem nichts Gutes für die Wirtschaft und damit für das Land. Wenn Sie darauf ansprechen, dieses Thema mit dem Rückkehrrecht aus Teilzeitarbeit in Vollzeitjobs, ja, das erscheint mir auch ein bisschen problematisch. Riesenproblem. Ich meine, für große Firmen ist es vielleicht noch organisierbar. Für den Mittelstand ist es tödlich. Aber für kleine Firmen oder der kleine Handwerker um die Ecke, der kann doch das gar nicht machen. Also das kapiere ich nicht. Das halte ich auch für ein Problem. Frau Speidel, Sie wollen jetzt vielleicht zur Koalitionsverhandlung nichts sagen, aber die Rolle der Frau, da verstehen Sie doch was von. Das fand ich interessant, was Hans-Rudolf Wöhrl gesagt hat. Diese Kanzlerin, die ja eigentlich die Vorsitzende der größten und erfolgreichsten Partei nach der Wahl ist, die sagt nichts. Ist das hinterher, möchte die gern die Schiedsrichterin sein, obwohl sie eigentlich Verhandlungsführerin ist? Wie ist das, psychologisch können Sie das schon beurteilen, wie Frau Merkel sich verhält, oder? Ich muss sagen, ich schätze Frau Merkel sehr, auch wenn man sie angreift und sagt, sie sagt nie wirklich, sie legt nicht wirklich immer die Tatsachen auf den Tisch. Aber ich denke mal, es ist gerade für einen Kanzler eine ganz große, wichtige Position, abzuwarten, sich alles anzuhören und für sich selber herauszufinden, wo ist der beste Weg. Denn sie trifft ja auf so viele Meinungen und so viele, wird so angegriffen, dass es für sie sehr schwierig ist, ihre eigene Meinung durchzusetzen. Also sie muss ja immer einen Kompromiss eingehen. Wenn man wüsste, welche sie hat, und das wäre doch schon mal ganz gut. Ja, das wäre aber also schlecht. Das wäre ganz schlecht. Für die Verhandlungen wäre das ganz schlecht. Ich glaube, sie ist dadurch, dass sie nicht so emotional ist, ist sie eigentlich für Deutschland im Moment ganz gut. Jemand, der Weil ein Heißblütler, der jetzt hier ständig was auf den Tisch schmeißt. Es gibt ja ein Zwischending zwischen dem, was die Frau Merkel ist, und einem Heißblütler. Ja. Aber ich meine, die Tatsache, dass jemand, der die Regierung führt, der die Richtlinien der Politik bestimmt, sollte eigentlich nicht abwarten, was kommt denn, was ist am besten, was mir passt, sondern sie auch ein bisschen vorgeben. Ich glaube nicht, dass sie das tut. Ich glaube schon, dass sie erscheint sehr aber genau so. Aber das ist eine erfolgreiche Methode, die sie viele Jahre. Sie schickt ihre Leutnants nach vorne. Aber der Unternehmer, der würde mich schon interessieren. Das ist die erfolgreiche Methode, mit der sie viele Jahre erfolgreich reagiert hat, regiert hat auch. Reagiert ist auch ein schöner deutscher Versprecher. Also lieber regieren als regulieren. Sie ist ja nicht sozusagen ein Teilprojektleiter, die aushandeln muss in vielen 70 Leute sitzen am Tisch, kleinen Teilprojekten. Sie muss doch am Ende die Gesamtverantwortung mit übernehmen. Und das bedeutet, dass natürlich auch das Ergebnis gespiegelt werden muss an den finanziellen Möglichkeiten, unter Finanzierungsvorbehalt bestimmte Dinge zu stellen. Aber vorher verspricht man sie, ne? Ja, das tut sie halt gerade nicht, indem sie erstmal ruhig ist. Im Wahlkampf schon. Ja, im Wahlkampf. Ja, aber sie hat es ja nicht immer allein. Also keiner der Politiker kann immer nur das tun, was er selber meint, sondern das ist ja immer beeinflusst. Ich glaube, ich habe sie mehrere Male kennengelernt und ich glaube, sie ist eine sehr kluge Frau. Und ich denke im Moment, auch wenn es nicht unbedingt die Partei ist, die ich unterstütze, aber im Moment ist es, ist es gut, dass sie an der Macht ist. Wir werden sehen. Also diese Gruppenleiter, die später unwichtig sind, die treten jetzt auf und machen da Männchen und Frauchen. Und hinterher wird sie das natürlich steuern. Aber mitten hinein in diese Verhandlungen haben wir am Donnerstag einen ungewöhnlichen Vorgang. Ein ehemaliger Bundespräsident steht vor Gericht. Ja, Christian Wulff, 45 Zeugen wegen Vorteils an Christian Wulff. Ja. Und zwar geht es um die Sage. Wir Münchner können das beurteilen. Es geht letzten Endes nach zwei Jahren Ermittlung und Tausenden von Akten geht es darum, ob eine Bewirtung beim Münchner Oktoberfest über 750 Euro geschäftlich oder privat bedingt war. Ja. Für wen ist das ein Problem? Für die deutsche Staatsanwaltschaft, für die Medien, für den Herrn Wulff? Die Staatsanwaltschaft, die es nicht mehr rauskommt aus der peinlichen Nummer. Ich finde das Ganze sowas von ultra peinlich. Und es führt zu allen Dingen zu einer Verdrossenheit bei vielen Politikern, die sagen, wenn wir immer nur die Dummen sind,
ja, da macht keiner mehr die Politik. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig, denn ein Politiker muss doch auch irgendwo Kante zeigen. Der muss doch noch eine Persönlichkeit, der muss doch noch ein Mensch sein. Und das ist doch menschlich, wenn ich von einem Freund noch eingeladen werde. Also mir ist das unangenehm, was hier passiert. Und das ist am Schluss wirklich auf so ein kleines Ding zusammengeschmolzen, dass man wirklich die Größe haben sollte, zu sagen, komm, das Verfahren vergessen wir jetzt mal. Aber das würde die Staatsanwaltschaft nicht machen. Die Frage ist, ob ein Politiker überhaupt Freunde haben kann. Das stellt sich ja jetzt heraus. Dieser Grünewald, das ist der Filmproduzent, der hat ihm diese Wiesen bezahlt. Und dass Wulff seinerzeit im Lauf dieser angeblich jahrelangen Freundschaft ihn auch oft eingeladen hat. Also ist es gefährlich, mit einem Politiker befreundet zu sein, oder? Das weiß ich nicht, aber wenn Sie wie ich sehr oft in Italien sind und 10 Jahre Berlusconi hautnah erlebt haben, dann finde ich diese ganze Angelegenheit über alle Maßen läppisch. Auf der anderen Seite denke ich, einer, der ein so hohes Amt annimmt oder überhaupt ein politisches Amt annimmt, muss einfach unkorrumpierbar sein. Und da muss er wahnsinnig vorsichtig sein. Und Herr Wulff ist nun vielleicht auch eines sehr gerne in der Öffentlichkeit nicht vergessen, gestanden. Dass das Ganze doch nicht jetzt angefangen hat mit dem Oktoberfest. Nein, das war ja immer das ist ja der Rest von allem. Aber das ist zusammengeschnürt. Das schon. Aber es fing ja mit anderen Dingen an. Es fing ja an, da war er noch lange nicht Bundespräsident, da war er Ministerpräsident von Niedersachsen. Und da ging es darum, von wem hat er die Kohle bekommen für sein Haus. Das war der Anfang von dem, überhaupt von dem Ende praktisch. Müssen wir über diesen Mann so viel reden? Ich finde es irgendwie unangenehm. Nein, aber verharmlost wird. Die Sachen sind ja alle nicht gerichtsmäßig, würde ich mal sagen. Naja, natürlich, weil sie nicht beweisbar sind. Ja. Aber so fing es doch an, dass er schon unter dem Verdacht stand. Und darum geht es doch letztlich. Dass es das noch nie gegeben hat, dass ein ehemaliger Bundespräsident in Deutschland vor Gericht steht. Und das haben ich finde es furchtbar. Ja. Ich finde es wirklich... Traurig ist es, ja. Ja, ich fand schon die Wahl für ihn grauenhaft. Und ich bin sehr glücklich, unser heutigen Präsidenten. Dann, jetzt haben wir über Staatsanwälte geredet, jetzt rede ich schon wieder über Staatsanwälte. Ja? Ich tippe auf Augsburg. Ja, der Staatsanwalt von Augsburg... Ja. Jemand hat ihn eine Clownsfigur genannt. Ich finde, der arme Kerl ist vollkommen überfordert mit diesem Kunstskandal. Ja? Der jagt da einen Steuersünder, was ja in Ordnung ist. In Wahrheit liegt ein Weltverbrechen auf seinem Tisch. Und ich muss es einfach sagen, bitte um Vergebung, aber es ist die Wahrheit. Wenn das Nachrichtenmagazin Focus die Sache nicht aufgedeckt hätte, wäre jahrelang nicht bekannt geworden, was seit 2010 schlummert das. Ne? Das liegt ja auch schon jahrelang. Das liegt jahrelang. Und jetzt regt er sich auf und sagt, er stört die Ermittlungen. Ja, ja. Die ganze Welt, die Weltpresse, überall melden sich Anwälte, Detektive, Besitzer, Leute, die 80, 90 Jahre alt sind, die letzten Erben, die sagen, Mensch, das sind ja unsere Bilder, die sind vielleicht zu Unrecht in den Besitz gekommen. Also das finde ich den viel größeren Skandal. Da hat Snowden versagt, ne? Nein, Snowden nicht, die NSA hat versagt. Die NSA. Die haben es nicht gewusst. Es bedürfte einfach einer Informationspolitik, einer Offenlegung. Zumindest könnte man zum Beispiel mal alle Kunstwerke ins Internet stellen, dass man überhaupt weiß, worum es geht. Natürlich ist es eine andere Seite, die juristische Auseinandersetzung damit ist schon kompliziert, das muss man schon sehen. Also gerade was Beutekunst betrifft und was die Definition von Beutekunst betrifft und ob eine Aneignung in der Zeit des Nationalsozialismus damals sozusagen gesetzesmäßig war, wie das heute zu beurteilen ist, wie Verjährungsfristen zu laufen sind, ob auch rechtmäßige Käufe stattgefunden haben. Das ist ja alles juristisch kompliziert. Das wird auch seine Zeit dauern. Aber Sie haben natürlich recht, wenn der Focus das jetzt nicht aufgeklärt hätte, hätten wir überhaupt aufgedeckt, aber da lagen in einem Haus, in dem Jutta Speidel ein- und ausgegangen ist, lagen da 1.405 Bilder. Haben Sie da mal was gesehen? Haben Sie was gemerkt? Erzählen Sie mal, wieso waren Sie im Haus? Ich habe Schauspielunterricht in diesem Haus gehabt und zufälligerweise auch noch auf dem gleichen Stockwerk. Und es ist wirklich hätten Sie doch mal geklingelt beim Gurlitt, Menschenskinder. Ich habe mir nur im Nachhinein gedacht, ich weiß, dass in dieser Zeit, wo ich, also dort, das ist natürlich sehr lange her, ich kann mich an Herrn Gurlitt nicht persönlich erinnern. Ich weiß also nicht genau, wie dieser Mann aussah. Vor allen Dingen damals hätte er ja auch 40 oder was sein müssen. Aber dieses Haus wurde ja renoviert
in dieser Zeit, wo ich dort Schauspielunterricht hatte. Also da gingen die Handwerker ein und aus. Wie hat dieser Mensch gelebt? Das ist, also, der hat ja keine Putzfrau gehabt, hat der kein, war der nie krank? Der muss ja überhaupt kein soziales Umfeld gehabt haben. Der war nie gemeldet, der hat nicht mal Fernseh- und Rundfunkgebühren bezahlt. Also das ist wie jemand in einem so großen kommunikativen Haus, wo also ständig so die Staatsanwaltschaft Augsburg Staatsbürgerschaft, der ist Österreicher. Ne? Ja, aber die also Sache, ja. Gibt es den denn überhaupt? Den gibt's, es gibt ihn schon. Es Aha. gibt ja heute die französische Zeitschrift. Okay. Paris Match bietet heute Fotos von ihm an. Da weiß ich nicht, ob die echt sind, identifiziert sind. Ja. Aber das, der zweite Skandal in der Aufdeckung ist ja nicht nur, dass dieser Staatsanwalt in Augsburg überhaupt die Dimension nicht erkannt hat. Der Bundesfinanzminister Schäuble weiß nicht Bescheid, es ist ein riesen internationales Delikt. Sondern dass eine einzige Professorin ja, sich mit diesen 1406 Bildern beschäftigt. Da haben Fachleute ausgerechnet, dass sie dafür 40 Jahre. Wahnsinn. Wenn sie 10 Tage pro Nachforschung, pro Bild sozusagen. Ja, wobei, wenn ich das ergänzen darf, Stichwort echt viel da gerade. Wenn ich diese Dame aus Berlin, Frau Professor Baumann, oder Hoffmann. Ich, Hoffmann heißt sie, hat sich ja nicht gekümmert um die Echtheit, sondern um die Herkunft, wo die Bilder eventuell herkommen könnten. Was mich, wo ich mich frage die ganze Zeit, hat denn irgendjemand überprüft, ob die Bilder oder alle Bilder echt sind? Hat das irgendjemand angeschaut? Ja, wahrscheinlich auch 40 Jahre. 1000 Überprüfungen sind notwendig. In den Münchner, also die Münchner Museen, da gibt es ja so Experten von der Staatsgemäldesammlung, die könnten ja mal da hingucken, ob jetzt ein Dix oder ein Liebermann oder was immer, ob das eine Fälschung ist. Und ich weiß, in Deutschland gab es ja mindestens zwei, also grandiose Fälscher, nicht der Kuja, das war eher der Pfuscher, sondern der Edgar Muragalla, einer der allergrößten Fälscher, dann der Neue, der jetzt einsitzt. Die haben Bilder gemalt im Stil von. Und wieso weiß ich denn, ob in diesem Milliardenvermögen da vielleicht Bilder von denen dabei sind? Das kann ich nicht überprüfen. Gefühlsmäßig halte ich das eher, weil es eine Geschichte dazu gibt. Nicht? Der Vater von dem Gurlit, der ja tatsächlich... Nicht von allen Bildern. Nicht, und es gibt immer wieder diese Beispiele, wo es heißt, ein neuer Rembrandt ist entdeckt worden, wo? Ja. In Paris, in einem Dachboden, verstaubt, irgendwo am Flohmarkt. Also viele Bilder, die da gefunden worden sind, von denen wir wissen, haben ja eine Geschichte. So die sind zum die Teil sind ja bekannt, sind unter verlorene Kunst. Ja, genau. Und im unserem heutigen digitalen Zeitalter diese Bilder nicht ins Internet zu stellen, ist natürlich schrecklich. Wenn es sich um Raub handelt, ich meine, das ist Raub, das sind zum großen Teil sicher Gemälde, die damals einfach von Nazis... Nicht unbedingt. Ja, aber ich kann mir das schon vorstellen. Jede Geschichte, jedes Bild ist anders. Aber die Geschichte stimmt doch offensichtlich nicht, dass die in Dresden bei einem Bombenangriff alle verbrannt sind. Die Mutter hat das behauptet. Die seien alle verbrannt. Das ist natürlich eine faustdicke Lüge, die durch diesen Fund jetzt widerlegt ist. Aber heutzutage im Zeitalter der Digitalisierung gehören die Bilder alle ins Internet. Da melden sich ja schon Rechtsanwälte, Detektive, 90-jährige Enkelinnen und sagen, das hat doch unser Opa gemalt. Ja. Im Übrigen kann man heute schon mit den Methoden der Naturwissenschaft also die Bilder so untersuchen, dass man ziemlich sicher feststellen kann, anhand der Pigmente beispielsweise, wann sie gemalt wurden. Nicht nur sozusagen aus kunsthistorischer Sicht, ob das im Stil von ist, wo natürlich solche dann Nachahmungen zustande kommen. Ja, das hat man ja auch bei Herrn Kujat gesehen. Nicht? Also wenn man dann festgestellt hat, also welches Papier das ist und bis wann das war ja primitiv, das war einfach miserabel gemacht. Ja, aber es gibt tolle Fälscher. Also bei, die naturwissenschaftliche Methode der Untersuchung der Moleküle, diese Farben bestehen. Ja, warum macht das keiner? Ja, man muss erst mal rankommen. Ja, da muss ein Riesenteam, wie heißt das heutzutage, Taskforce von Professoren aus allen kunsthistorischen Richtungen muss da dran und juristisch, um den Fall aufzuklären. Ne? Also das ist eine unglaubliche Sache in dem Haus am Arthur-Kutscher-Platz, was auch noch nach dem Professor der Theaterwissenschaft Arthur Kutscher benannt ist. Ne? Also die internationale Dimension finde ich eben auch ist überragend. Ja. Also das, ich finde, der ich ein neugieriger Mensch bin, ich finde das ganz großartig. Ich möchte die Bilder auch alle sehen. Man kann auch ich auch gerne. Kann man doch ausstellen. Dass sie irgendwo ausgestellt werden. Ja, habe ich mir auch das gedacht. Ist ein komplettes Museum, was wir da haben, wir haben. Da so schöne im Deutschen Museum wäre doch zum Beispiel eine Geschichte für mich, oder? Die Geschichte ist eigentlich wirklich das Spannende. Aber die ganzen Pinakotheken. Wir haben ja auch über unser eigenes Haus ein Band herausgegeben, das Deutsche Museum im Zeitalter des Nationalsozialismus, der ja auch höchst spannend ist,
weil es sich auch darum immer gehandelt hat, also wie mit Kulturgut, wie mit Objekten, mit Exponaten umgegangen wird, die in den politischen Kontext plötzlich geraten. Und als solche handelt sich natürlich auch bei diesen Bildern. Übrigens ist auch eine interessante Sache, dass ja zum Teil, liest man ja in den Zeitungen, gesagt wird, das ist ja eigentlich schon unter Kunsthändlern gar nicht so unbekannt gewesen, dass da bei diesem Herrn Gurlitt da was lagert. Und es sind ja auch einzelne Bilder tatsächlich auf den Markt gekommen, sind ja auch versteigert worden. Wenn er Geld braucht, dann hat er eins verkauft. Ja. Also so ganz ohne Expertise. Der kann alt werden bei 1400 Bildern. Ja, ja, ja. Es kommt ja auch komisch vor. Es kommt ja auch die Witwe, oder nein, nicht Witwe, die geschiedene Frau von Dominique Strauss-Kahn ins Bild. Ja, die Journalistin, die Kollegin aus Frankreich, die mit dem Strauss-Kahn zusammen war und ist eine Enkelin des berühmten, legendären Kunsthändlers Paul Rosenberg. Der hat gesagt, dieser Matisse, diese Frau, das ist unser Bild, das ist mein Großvater gestohlen worden. Also es sind 1000 Geschichten sind da drin. Also da, ich kann nur hoffen, dass die Bundesregierung sich der Sache annimmt und sagt, dieser Staatsanwalt soll seinen Steuersünder jagen. Ja, dieses Delikt Gurlitt, das ist ja in Ordnung. Aber die große Sache muss international im Netz aufgeklärt werden. Aber erst braucht man eine Regierung. Erst braucht man eine Regierung. Ja, das ist ja interessant, Herr Westerwelle und Herr Rösler, die sind ja noch bis, sagen wir mal, eine Woche vor Weihnachten sind die noch amtierende Minister, die können ja schon noch was anordnen. Was rechnen Sie bis nach Weihnachten? Moment, Moment, es muss ja jetzt erstmal verhandelt werden. Dann müssen die Parteitage zustimmen und dann hat die SPD ja noch die Mitgliederbefragung. Ja, das ist wahr, ja. Und wer sagt denn eigentlich, dass die positiv ist? Was ist dann? Dann geht es wieder von vorne los. Ja. Also es ist schon dann ein bisschen... Dann ist geplatzt, oder? Also meine Meinung war von Anfang an, ich hätte eine Minderheitsregierung gemacht und fertig, aus. Minderheit, ja. Die hätte bei jedem einzelnen Gesetz gekippt werden können. Nein, es wäre nichts mehr passiert und es wäre gut fürs Land. Es gibt ja, was die Mitgliederbefragung betrifft, die Herr Wörl ansprach, es gibt ja überraschende Zahlen von Neueintritten in die SPD. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Nein. Oh, die wollen das kippen. Nein, es kommt darauf an. Es gibt welche, die sagen, es sind Leute, die Nein sagen möchten. Und es gibt Leute, die Ja sagen möchten. Das weiß man nicht genau. Aber es gibt überraschende Zunahme der Eintritte in die Partei. Das ist eine sehr schöne Verschwörungstheorie, der ich zustimme. Nein, es ist, der ich zustimme, ist die Wahrheit. Weil es das ja oft gibt bei Parteien, dass vor wichtigen Personalentscheidungen, Wahlen, Urwahlen oder in so einer Sache, Leute in Parteien eintreten, in Ortsvereine, in Bezirke, um eine Entscheidung zu beeinflussen. Ich denke mal, dass die SPD da eine Regelung treffen wird, die andere Parteien auch treffen, in solchen Situationen, dass sie sagen, abstimmen kann nur, wer ein halbes Jahr schon dabei ist oder ein Jahr. Bei dieser Menge von Mitgliedern, glaube ich, spielt das keine Rolle. Ja, was glauben Sie, dass es ausgeht? Das ist zu gering, die Zahl. Also schwer zu sagen. Aber die Sache mit der Mitgliederentscheidung. Nein, aber so gefühlsmäßig, was meinen Sie? Also rein gefühlsmäßig folgt die Herde schon den Leithammeln. Okay. Andererseits kann der Leithammel auch immer mit der Herde drohen. Ja? Der Gabriel kann natürlich sagen, das kriege ich bei meinen Mitgliedern nicht durch, das geht nicht in der Abstimmung, so wie Leute sagen, das kriege ich bei meinem Aufsichtsrat nicht durch. Aber die Spitze wäre ja erledigt, wenn sie etwas ausgehandelt hat nach wochenlangen Verhandlungen und dann die Basis sagt, aber das akzeptieren wir nicht, dann muss die gesamte Spitze zurücktreten, dann ist es ein Desaster, wäre das für die SPD. Wahnsinn. Ich finde das sowieso ein Fehler. Ich meine, Basisdemokratie hin und Basisdemokratie, aber dafür gibt es ja die Vertreter, die ja mal alle demokratisch in den Parteien gewählt wurden. Also für mich ist das ein Offenbarungseid einer Partei. Das muss ich sagen. Es gibt ja sogar Leute, die sagen, das ist verfassungswidrig, weil in der Verfassung geht die Entscheidung von den Parteien aus. Wo begegnen Sie der Politik in Ihrem täglichen Leben? In meinem täglichen Leben mit Horizont, das ist klar. Ich meine, ich mache eine kleine Form von Politik, eine Frauenpolitik oder eine Lobby für Kinder. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich schon auch mit Mindestlohn, ist auch immer so ein Thema bei uns, wenn wir Frauen haben, die also wieder in der Gesellschaft Fuß gefasst haben und jetzt auf dem Arbeitsmarkt versuchen, Fuß zu fassen und wieder eine Arbeit zu kriegen. Und es ist schon wirklich beschämend, gerade wenn du so eine Vergangenheit hast, dass du lange Zeit eben diesen Status der Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit hattest, da überhaupt Fuß zu fassen im Arbeitsmarkt. Das ist ein
Insofern sind Sie auch eine Unternehmerin. Ich bin Unternehmerin, bin ich auch. Ich habe 27 Angestellte und bei uns werden auch alle ordentlich bezahlt und ich schaffe auch jedes Jahr dieses Geld. In diesem Haus, dessen Adresse wir nicht nennen? Das ist richtig, ja. Ne? Aber trotzdem, weil es ein Haus mit einer Schleuse ist, die die Frauen und Kinder auch beschützt. Seit vielen Jahren sind da Frauen mit Kindern untergebracht. Ja. Das ist eine großartige Sache und die Verantwortung, die Sie da haben in Ihrem Verein Horizont e.V., der, glaube ich, wie es sich gehört, mindestens oder nur 7 Mitglieder hat. Wir sind kein Wasserkopf mit Absicht, sondern wir sind ein ganz kleiner Verein. Wir sind bis auf 3, 4 von Anfang an dabei. Und ich habe also ganz, ganz langjährige Mitarbeiter, die im Haus arbeiten, sind seit bis zu 8 Jahren bei mir im Haus und sind wirklich sehr, sehr engagierte Sozialpädagogen und Heilpädagogen. Wir haben ja eine 365 Tage, 24 Stunden Betreuung. Ja. Das heißt, wir haben wirklich einen Tross von Sozialpädagogen, weil bei uns auch nachts Sozialpädagogen sein müssen, weil wir sehr, sehr viele Frauen und Kinder haben, die eben in so einer absoluten Notsituation zu uns kommen, entweder mitten in der Nacht oder am Wochenende mit der Bahnhofsmission oder mit der Polizei. Wir dürfen und wollen das Haus nicht nennen, aber wir finden eine Mutter mit Kind, die plötzlich den Mann rausgeprügelt hat, wir finden die Horizont e.V. oder ihr Haus. Also wenn eine Frau richtig rausgeprügelt wurde und sie landet im Krankenhaus, wissen die im Krankenhaus auch, wo sie hingehen müssen. Ja. Mhm. Also genauso, das ist es in der Bahnhofsmission. Wir haben natürlich ein Netzwerk aufgebaut innerhalb dieser vielen Jahre, sodass wir angerufen werden, habt ihr einen Platz frei, wir haben Notunterkünfte und wenn unsere Notunterkunft frei ist, was also wirklich eine Katastrophe ist, die sollten ja immer frei sein, spätestens nach 2 Tagen müssen wir eine Unterbringung für diese Familie gefunden haben. Aber ich muss Ihnen sagen, unsere Notunterkünfte sind auch knallvoll. Wir haben momentan eine Situation, wie wir sie, also und das auch schon über ein Jahr, wie wir sie noch nie hatten. Wir sind bis zu 75 Personen stark in unserem Haus und die Stadt München hat gesagt, na, wenn Sie 65 Personen in diesem Haus unterbringen, sind Sie voll. Wir sind also überbelegt und die Situation ist wirklich sehr, sehr schwierig. Was in ist München denn die Ursache dafür, dass das eher zunimmt, also wenn Sie das so ja, weil auch sehr, sehr viele eben nach Deutschland kommen und nach München kommen. Ne? Und natürlich Migranten. Haben Sie viele Migranten im Haus? Wir haben, ist die Mehrzahl sind Migranten? Ja, also ich... Wissen Sie, Migranten ist immer so blöd, weil wir ja natürlich Frauen, die in München ansässig sind. Ja. Ja, also sind Sie ja mit migrantischem Hintergrund, ich finde das einen furchtbaren Ausdruck, aber es ist so. Sind Sie Münchner? Also wir nehmen Münchner auf. Ist der Anteil höher als der sogenannten echten Münchner? Es gibt immer solche Wellen. Also, ja und ja, im Moment ist er wieder stärker. Meinst du, woher kommt das? Auch wahrscheinlich vom Arbeitsmarkt, dass sehr, sehr viele einfach in eine unglaubliche Armut hineingeraten sind in den letzten Jahren. Mhm. Und wenn Sie migrantischen Hintergrund haben, waren Sie vielleicht nie in so einem gehobenen Job drin, der einfach sehr sicher war. Vor kurzem haben Sie noch einen Laden gesucht. Wenn Sie ihn haben, brechen wir das Thema ab. Aber wenn dann können wir darüber reden. Sie suchen einen Laden, wo man die Leute üben lassen kann. Wir haben, das war eine unserer Visionen, wir würden diesen Laden sozusagen bauen in unserem Haus. Und wir sind eigentlich dabei, ein Grundstück zu kaufen und das ist seit über einem Jahr sind wir an diesem Grundstück dran und jetzt sollte es auch in den Stadtratsbeschluss gehen am 24. November, aber durch einen Formfehler wird es nun doch europaweit ausgeschrieben und unsere Bauvorhaben verzögert sich. Also es ist ein sehr unguter Moment, weil wir mit unserer Finanzierung... Das kann ich Ihnen ein Lied davon erzählen, von Kann er nicht ein Oberbürgermeister, der mal Ministerpräsident werden wollte und den Sie mit Ihrem schönen Gesicht auf Plakaten unterstützt haben, dass man ihn wählen möge, kann der Ihnen da nicht mal helfen mit einer letzten großen unbürokratischen Entscheidung? Sagen wir mal so, ich glaube, er kann es gar nicht. Nee? Aber sicherlich, Christian Ude war mit Rat und Tat schon immer auch an meiner Seite, wenn ich ein Problem hatte. Nur man darf auch eins, er ist einer der wenigen nicht korrupten Bürgermeister oder Politiker. Also ich, meinst du Bayern jetzt oder? Hä? Bayern ja, oder ich, international? Thema global. Also ich glaube, diese Behauptung, die finde ich nicht gut. Es klingt so, als ob die meisten Politiker korrupt wären. Nein, ich behaupte, dass es fast keine korrupten Politiker gibt. Also, es gibt schon große Amigo. Er hat eine Politikerin zu Hause und natürlich... Bayern hatte mal den Begriff Amigo als Stempel bekommen. Nein, ich habe das eigentlich auch nur erwähnt, weil wir vorher über Herrn Wulff gesprochen haben. Ja. Nein, also ich glaube, dass das... Einer der wenigen ist sicher eine extreme Behauptung. Ja, Herr Wörl, jetzt haben Sie... Ist das Ihr Ärger der Woche? Nein, nein. Doch, das ist schon ein bisschen der Ärger der Woche. Ja. Weil ich weiß,
Ich meine, ich bin immer mit Politikerin verheiratet und ich sehe, was dort passiert. Und ich weiß, was die Politiker arbeiten. Das sieht natürlich der normale Bürger nicht. Er sieht den Plenarsaal, der leer ist und sagt, die tun nichts. Aber in Wirklichkeit ist es ein Job, den würde ich nicht für Geld und gute Worte tun. Und Spitzenpolitiker sind für mich wirklich, wirklich Leute, die extrem hart und mit viel Idealismus arbeiten. Und diese Pauschalverurteilungen finde ich deswegen wirklich, wirklich unangenehm und peinlich. Ist das Ihr Ärger der Woche? Der ist mein Ärger gut, der dann, Woche. Aber Sie haben auch noch... Ist vorbei. Da haben Sie eine schöne Steilvorlage von Jutta Speise auf. Tut mir sehr aber leid. Sie können auch gleich Ihre Freude noch anschließen. Ja, über was? Freude, worüber Sie sich gefreut haben. Ach, in der Woche? Ja, in der Woche. Na, dass ich zu Ihnen kommen darf. Oh, das ist mir zu einfach. Das ist zu spät. Das ist zu spät. Ja. Haben Sie sonst noch eine Freude gehabt? Sie haben eine Operation gut überstanden. Man sieht keine Narben. Ne? Nein. Nee, nicht. Schönheitsoperation. Genau. Schönheitsoperation. Nein, ich habe mir hier den Bauch wegmachen lassen. Ah, so. Nein, Spaß beiseite. Wo geht das? Überall. Auf jedem Trimmrad. Ne? Nein, Spaß beiseite. Ich arbeite wirklich gerne. Und man sagt immer, was Stress und Burnout und all diese Dinge. Ich finde es unglaublich schön, dass man etwas gestalten und machen kann. Und wir haben in dieser Woche einige Dinge wirklich wieder zum Laufen gebracht, in die richtige Schiene gebracht. Und kaufen Sie was am Bodensee? Nein. Nicht. Kondor kaufen Sie auch nicht? Nein. Nicht. Nein. aber wir sind mit vielen, wir sind natürlich mit Airlines im Gespräch, aber es ist nicht unbedingt das Kaufen. Wir haben ja relativ intensive Beratungstätigkeit und das ist eigentlich, was viel Spaß macht. Ja, nein. Das, was man gern tut, kann man ewig machen. Ja? Ist es so? Ja? Der andere Unternehmer, Haribo, ja, der hat bis zum, was ist jetzt gestorben, mit 80, er hat bis dahin gearbeitet. Über 90. Über 90, über 90 sogar, ja. Warum? Ne? Weil es ihm Spaß gemacht, weil es seine Sache war. Ja? Ja, ja. Mein Vater hat bis 97 Jahren sich immer noch fürs Geschäft interessiert. Das fand ich toll, das hat ihn jung gehalten, das hat ihn lebendig gehalten. Und wenn ich heute Leute betrachte, die wirklich sagen, ich höre auf, ich gehe irgendwo nach Malle oder weiß der Teufel wohin. Malle vulgär für Mallorca. Ja. Ach so, dann, und du siehst die nach 2-3 Jahren, dann sind es plötzlich alte Männer geworden oder alte Frauen. Und ich sage auch, der Stress hält Leib und Seele zusammen. Das ist wahr. Ja. Jutta Speil, was ist Ihre Freude in dieser Woche? Der neue Woody Allen-Film mit Kate Blanchett. Oh, Blue Jasmine, möchte also ich unbedingt sehen. Also das ist sicherlich was ganz Großartiges. Dass Sie ihn schon gesehen haben, schön. Ja, in Original. Das ist ein Frauenfilm eigentlich, ne? Es ist vor allen Dingen auch das Thema in die Obdachlosigkeit geraten. Ne? Die Frau endet ja traurig. Ich lese überall, dass es eine fantastische schauspielerische Leistung ist von ihr. Sie ist eine großartige Schauspielerin. Wieso haben Sie ihn im Original gesehen? Ja, weil ich eben in anderen Ländern bin und da läuft er schon früher. Ah, in Italien haben ja, Sie ja, mit Untertiteln. Die machen keinen, die synchronisieren nicht, die Nein, Italiener. Nein, doch schon, aber nicht so viel. Sehr schön. Haben Sie auch einen Ärger gehabt? Ja, den habe ich gerade schon gesagt und jetzt habe ich ihn auch noch für Herrn Wörl. Es ist mir wirklich peinlich. Ich habe es so nicht gemeint, aber es ist halt so einfach passiert. Ja, ja. Nein, Sie haben Malle gesagt, so ist Ihnen das Wort Malle rausgerutscht. Nein, Sie, mir ist ein Wort rausgerutscht, was zu viel war. Die allgemeine Verdächtigung von Politikern. Wir sind wieder einig. Freundschaft. Jawohl. Freundschaft. Ihr Ärger ist, dass die Bürokratie... Ja, das ist wirklich mein großer Ärger dieser Woche gewesen. Und ich hoffe, dass wir doch auch irgendwie auf einen guten Weg kommen. Gut. Dieter Hanitsch, was haben Sie für einen Ärger gezeichnet? Die Freude kommt davor, die ist relativ kurz. Ich freue mich nach wie vor, dass es immer noch im 10. November keinen Schnee gibt. Auf dem das ist für mich sowas wir von schön. Wir haben einen wunderschönen Herbsttag, zumindest hier großartig. In Oberbayern. Also ich bin kein Wintersportler. Wie war das Wetter in Nürnberg heute auch gut? Nein, nicht so gut wie hier. Es war trübe. Und wenn wir dann Ingolstadt, haben wir die Schnee. Alpen gesehen, eine wunderbare Föhnlage. Man merkt es am Kopfschmerz, aber es war richtig, richtig toll. Der Kopf tut weh, aber der Himmel ist blau. Der Himmel ist schön. Aber Küste Erde. Blauer Himmel ist auch was Schönes. Küste Erde. Ärger der Woche handelt schon wieder einmal von meinem speziellen Freund Mario Draghi, seinerzeit seines Zeichens EZB-Präsident, Europäische Zentralbank, der diese Woche nochmal den Zinssatz runtergeknallt hat auf 0,25%, um die Wirtschaft anzukurbeln, wird behauptet. Niedrige Zinssätze in dieser Form von Zentralbanken haben es noch nie vermocht, die Wirtschaft wirklich nachhaltig anzukurbeln. Das ist beweisbar seit 50 oder 100 Jahren, seit es das gibt. Und es kurbelt die Spekulationsblasen an und es wird nichts anderes damit befördert, als
als eine zukünftige Blase, die irgendwann mal platzt. Und ich finde das wirklich unglaublich. Deswegen habe ich ihn zum Mr. Monopoly ernannt. Dieses Mal, der mit Monopoly-Geld über die Welt, über Europa herumwirft. Sehr schön. Professor, was haben Sie für Freude und für Ärger? Ich habe so viel Freude letzte Woche gehabt, dass es mir schwerfällt, überhaupt eine auszusuchen. Ja. Aber eine war sicher, dass 10 Jahre Theatro von Alfons Schubeck, fantastische Artisten. Wie nie zuvor habe ich das Gefühl Zwischen gehabt. Zwischen den Gängen wird da gegaukelt und gezaubert, oder ja, wie? Nicht nur gezaubert, es wird artistisch geturnt, es werden Ballspiele gemacht. Ja, Herren, auch Herren. Fantastische Artisten, die also Dinge können, wo wir nur davon träumen. Und wenn man da in so einer schönen Atmosphäre in dem Zelt sitzt, das ist einfach, war schön, ja, muss ich sagen. Sehr schön. Und mein Frust ist so wieder ein bisschen, geht wieder auf die Reparatur vielleicht ein bisschen hin. Meine Tochter ist mit ihrem kaputten Reißverschluss gekommen von einem sehr teuren Anorak. Und, und da war ein Bauteil eingebaut, nämlich dieser Zipper, der einfach falsch konstruiert ist. Ich habe vorhin mit dir darüber gesprochen, Rudolf, weil er also an der Stelle, wo also die stärkste Kraft ausgeübt wird, einen Steg hat, der etwa 2x3 mm groß ist und aus einem Material gefertigt ist, Druckguss in diesem Fall, was einfach bricht. Und jetzt müssen wir natürlich eine Reparatur machen, wir 30 Euro, aber man müsste das von vornherein mitdenken, wenn man so einen Anorak mit einem großen Reißverschluss herstellt, an dem natürlich gezogen wird, dass man ein Material wählt und schließlich haben wir die Materialwissenschaften und die können das. Aber der Kunde entweder kann das nicht wissen, wenn er es kauft. Naja, schwer natürlich. Ne? Also na ja. Gut, er könnte mal nachfragen natürlich, aus was für, ist das aus V2A ja. beispielsweise, nee, ist es aus Kunststoff. Aber wer soll ihm das beantworten? Ja, ja. Ist klar, ja. Ich weiß schon. Aber der Hersteller von Menschen werden ihm kaputte Reißverschlüsse schicken. Naja gut, nein, die sollen zu dem Hersteller gehen und sagen, sie möchten das behoben haben, sie möchten das repariert haben. Wer ist der Hersteller? Ja, das sage ich jetzt nicht bei dieser... Nein. Ich habe es bei Wörl gekauft, er hat es ja nicht hergestellt. Ich habe doch erklärt, dass ich mit Wörl nicht mehr zu tun habe. Und Ludwig Beck wäre natürlich die Alternative. Ludwig Beck, da sind Sie beteiligt. Da sind wir Ludwig Beck am Rathaus. Also, genau. Das da gäbe es Reißverschlüsse, ja, gute Reißverschlüsse. Genau. Also, mein Ärger und meine Freude achten drauf. Hat beides mit der Sache zu tun, die der Dieter Hanitsch gezeichnet hat, mit dieser Zinssenkung auf 0,25%. Ich könnte mich freuen, wenn ich Schulden machen wollte und wollte vielleicht ein Häusle bauen oder dieses oder jenes verschulden, lese aber mit Sorge, dass die schlauen Baufinanzierer sagen, damit haben wir nichts zu tun, nee, das ist eine andere Sache. So ist der Ärger mit diesen 0,25 ist natürlich, dass unser Spargeld verschrumpft und weniger wird die Alterssicherung, die Vorsorge, die Lebensversicherung. Die Anlagesicherung für die Renten. Ja. Also wir verlieren alle durch diese Maßnahme wahnsinnig viel Geld, das uns keiner wiedergibt. Und man ergibt sich auch in Zukunft der Möglichkeiten, weiterhin einzugreifen. Ich meine, was will man bei 0,25% in Zukunft noch machen, wenn wir es mal noch mal nötig wäre. Man kann gar nicht mehr nachschieben. Lass doch mal den Unternehmerin. Das wirklich schlimme Problem ist, dass das Geld nicht dort ankommt, wo es der Wirtschaft dient. Der kleine Handwerker, der kleine Unternehmer, der bekommt ja keinen Kredit, weil die Banken das gar nicht mitmachen. Richtig. Und deswegen befürchte ich tatsächlich, dass damit die nächste Blase aufgehört wird und der Sparer verliert eine völlig verkehrte Geldpolitik. Der Sparer verliert, man kriegt ja keine Zinsen. Und die hochgelobte Bundesregierung unterstützt den Herrn Draghi voll und ganz. Nein, die Bundesregierung ist ja zumindest doch gegen die Europa-Anleihen, was von allen anderen Ländern gewollt wird. Und da ist ja Gott sei Dank unsere Bundeskanzlerin noch der Fels in der Brandung. Das ist richtig. Diesen globalen Unsinn machen wir nicht das mit. Ist wahr. Und da also ist im Moment der Koalitionpartner derjenige, der das will. Und das finde ich ganz, naja, ganz die Reaktion was machen ist wir mit dem Geld? Wir kaufen Weihnachtsgeschenke. Nee, wir kaufen die Leute kaufen ja, gehen in den, auf du den kriegst Aktienmarkt, es ja gar nicht so billig. Und das ist ja die Gefahr dann auch wieder mit der Blase. Naja, nächste Woche, ich muss es sagen, gibt es keinen Sonntagsstammtisch. Nächste Woche wird in unserer Sendezeit übertragen ein großer Festakt zur Wiedereröffnung, 50 Jahre Wiedereröffnung des Münchner Nationaltheaters. Da kann man hingehen, da kann man zugucken. Aber in 14 Tagen sind wir wieder da. Und da kommt als Schauspieler einer von den Rosenheim-Cops. Kennen Sie den? Christian Schäfer? Kollege von Ihnen? Ja. Und bis dahin wünsche ich schöne Zeit. Bereiten Sie sich auf Weihnachten vor. Und überlegen Sie, was wir mit dem Geld machen. Wir wissen auch keine Ratschläge. Das sieht schlecht aus. Man kriegt ja gar nicht so billig. Das konsumieren. Aktien kaufen. Konsumieren. Ja, also einen guten schönen Tag. Guten Anlageberater haben. Ja, was sagt denn der? Eine Katastrophe. Die Fahrgarten.